I took a trip to the Sunshine State, and now she's stuck in my head all day. I don't know how to drink your love away, don't know how to make the sunshine stay. Hallo, bei Feuer und Flamme. Dieses Mal aus Schwarzach vom Transgourmet. Da dürfen wir drehen und wir dürfen noch einkaufen. Und das ist das Schöne. Jetzt gehen wir mal eine Runde miteinander im Laden. So, was haben wir da alles? Ganz wichtig, was gehört dazu zu einer schönen Erste, zu einem tollen Gericht? Das richtige Geschirr. Nicht so ein schönes Teller aus für unsere Speise, die wir noch zubereiten. Das Wichtigste beim Einkaufen, Einkaufszettel, dass wir wissen, was wir brauchen. So, dann marschieren wir mal. Jetzt gehen wir mal Richtung Fischtheke und Fleisch und schauen, was da ist. Hähnchenflügel. Gehen wir da rein. Den brauchen wir, fahren wir so noch. Jetzt sind wir da beim Fisch, beim Klaus Wildkorst. Der Klaus kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren und das ist so mein Vertrauter, was der immer Fisch angeht. Klaus, sag mal zu deiner Fischtheke, was bieten dir alles an Fisch an bei euch? Ja, also natürlich Süßwasserfisch in erster Linie. Bodenseefisch gibt es ja nun nicht so viel, leider. Da gibt es höchstens im Moment Zander und wenig Fällchen. Das meiste kommt ja aus Island, Norwegen, das weißt du, ne? Zum Grillen. Da kommt der Thunfisch natürlich auch nicht aus dem Mittelmeer, sondern Indonesien. Vieles wird auch schon gezüchtet, was auch nicht unbedingt schlecht ist. Also die Auswahl ist meistens so in dieser Form mit Steinbutt, Wolfsbarsch, Zander, Kobia, Thunfisch. Das sind so die gängigen Sachen und Lachs. Da ist im Moment der Island-Lachs, den ich dir sehr empfehlen kann. Das Interesse für unsere Zuschauer, kann man auch zugeschnittene Portionen kaufen oder muss man immer einen ganzen Fisch nehmen bei dir? Nein, also wir haben hinten die Möglichkeit, dass wir den schuppen und filetieren, das machen wir schon gern. Aber so bei ganzen Lachsen verkaufen wir eigentlich schon am Stück. Ansonsten können wir auch zwei Scheibchen Forellenfilet machen, wenn du das nur zum Probekochen brauchst. Eben, ich habe gehört, wenn man zum Transgourmet geht, einkaufen, kann man auch als Privater zum Klaus gehen und kann danach genau den Fisch, wie man gerne hätte, von ihm richten lassen. Toller Service, finde ich. Muss man zuerst mal suchen. Ich hätte gerne, Klaus, für heute, für unsere Sendung, hätte ich gerne drei Jakobsmuscheln ohne Schale. Also ja, nur das Fleisch selber. Und das habe ich dahinter gesehen, hast du dahinter ein wunderbares also Seesaiblingsfilet. Das hätte mir auch gut gefallen. Ein also Stück. Seesaibling, habe ich jetzt österreichische Ware oder die isländische Ware? Die isländische ist gerätenfrei und schön in der Farbe. Also da würde ich dir heute die Islandware empfehlen. Und schön ist, beim Warten gibt es immer was zum Probieren. Oh gut, Austramagen, Champagner fällt dann aber. Machen wir noch. Jawohl, weiter geht's. Also, magst du mitfahren? So, jetzt kommen wir zum nächsten. Jetzt kommen wir in die Gemüseabteilung. Weil für meine Jakobsmuscheln will ich ja schön was mit Bärlauch machen und mit rotem Paprika, auch mit Farbe. Und dazu noch als Knack ein paar schöne Kapern. Das hole ich mir zu unserer Gemüseabteilung. Wahnsinnig schön, Gemüseabteilung. Sehr vielfältig. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ich kann gerne Ihnen da schauen, um mich inspirieren. Rote Paprika.
Mango. Komm, Kasse, Leute, sag so. So, jetzt sind wir gekauft im Transgourmet dort, Schwarzach. Und jetzt geht die Zubereitung vom ersten Gericht. Wie immer bei meinen Gerichten, wenig Zutaten, große Wirkung. Wir machen jetzt eine Jakobsmuschel mit Bärlauch und Paprika. Dazu habe ich da schon Paprika, rote Paprika. Der tue ich in feine Würfel schneiden. So fein wie möglich, so fein wie man es halt daheim herbringt. Paprika gut in der Geschirrlinie. Wunderbares Gericht, schön frisch. Der Paprika gibt uns zu der weichen Jakobsmuschel noch eine tolle Textur, dass wir so gleich das Knacken dabei haben beim Essen. Schneiden wir, wie gesagt, kleine Würfel. Ich habe bewusst rote Paprika genommen, weil der rote Paprika hat eine schöne, leichte Süße und rundet das Gericht wunderbar ab. Sole. Paprika. Asine. Dann haben wir hier Bärlauch. Passend jetzt natürlich zum Frühling, frischer Bärlauch. Der gilt es da zum Musterzupfen. Der tun wir mit einem Stielansatz an, mit fein schneiden. Oder dazu zum Paprika. Noch gut dazu zu der Mischung. Olivenöl. Salz. Und ein paar Karpfenbeeren. So Karpfenbeeren in Salzlake eingelegt. Alternativ wären da super Bärlauchknospen. Aber wie gesagt, Kapernbeeren sind auch ideal dazu. Dann mischen wir das schön und haben ein tolles Topping gemacht zu unserer Jakobsmuschel dazu. Haben wir ein paar Paprika gefunden. Also rein. So. So schaut das dann auch aus. Wunderbar. Dann habe ich da den Grill schon vorgeheizt, der ist sehr heiß. Ich habe da mal einen Gussrost. Ich nehme bewusst keine Plansche, das ist eine schöne Röstaromamarke. Ich tue den Gussrost ganz leicht einölen. Nehmen wir die Jakobsmuschel und lege die direkt auf den Gussrost drauf, auf der Hose. Ganz wichtig, der Rost muss sehr heiß sein. Der hat jetzt sehr vorne die Temperatur angezeigt, um die 350 bis 400 Grad. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man die Jakobsmuscheln nicht anklebend, dass sie sofort, wo sie auf dem Rost, auf dem Haus auflegen, wie karamellisierend. Und dann picken sie mal nicht an. Dann mache ich den Deckel zu und grill die pro Seite ca. 1,5 bis 2 Minuten.
weil ich will, dass sie in der Mitte noch schön glasig sind. Temperatur steigt wieder an. Wichtig ist, im Grill machen wir noch Vollgas geben. Ohne Vollgas geht nichts. Jetzt warten wir 1,5-2 Minuten. Drehen wir die um. Und ihr seht, wenn der Rost richtig heiß ist, klärben die auch nicht an. Seht ihr das? Und die wunderbare Röstaromen da auf der Jakobsmuschel. Richtig geil, jetzt haben wir ein richtiges Grillfeeling da. Seht ihr die zwei Striche? Man sieht da auch schön, wie der so richtig schön karamellisiert ist. Wenn man die jetzt 1,5 bis 2 Minuten, man sieht auch, wie weit sie durch sind, das sieht man, da ist es leicht matt. Bis daher sind sie jetzt durch und das machen wir da in der Mitte drin, da sitzen halt schön glasig. Und dann sind wir schon bereit zum Anrichten. Ein sogenanntes 5-Minuten-Rezept. Schnell schneiden, Muschel drauf, Teller rein, essen. Vorausgesetzt, man mag Jakobsmuschel. Richten wir an. So, die Jakobsmuscheln sind fertig. Jetzt nehme ich gleich für mein Topping und tue mal unter Beet auf den Teller. Dann kommt Müsli dazu. Da haben wir ein kleines Grün. Und schon ist sie fertig. Unsere Frühlingsspeise, das mal grillte Jakobsmuschler mit einem Topping aus Paprika, Bärlauch, Olivenöl und Kapern. So schaut es aus. So, meine Lieben, das war's wieder für Feuer und Flamme im April. Rezepte finden ihr wie immer in meinem neuen Grillbuch. Grillen das ganze Jahr. Und übrigens, das Büchle hat jetzt super schon farblich gesehen. Das Ostern erst nicht passen. An alle Frauen, die zuschauen, tolles Geschenk für den Mann. Gibt's überall zum Kaufen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.